Diese Zusammenfassung wird Ihnen gesponsert von der Europa-Apotheke Kelsterbach. Europa-Apotheke Kelsterbach. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Heute nicht wie gewohnt die erste Mannschaft, denn auch unsere zweite Mannschaft ist im Meisterschaftsrennen noch voll dabei. Deshalb heute die Highlights der zweiten gegen TV Wallau 2. Der Schiedsrichter pfeift an, Türk in Blau von rechts nach links. Und direkt in der zweiten Minute kracht es im Tor von Wallau. Abdullah Kusu bringt die Ecke rein, die Gäste schaffen es, den Ball nicht zu klären und Gökhan Güvenç muss den Ball nur noch einschieben und Türk Kelsterbach mit 1:0 in Führung bringen. Unser Stürmer Gökhan nutzt den Fehler der Defensive sofort aus und belohnt seine Mannschaft. Das nächste Tor kam in der sechsten Spielminute. Ein langer Ball hinter die Defensive. Gökhan Güvenç wird zu Fall gebracht. Es gibt keinen Elfmeter. Beide Schüsse hier werden geblockt. Doch beim dritten zappelt der Ball im Netz. Erhan Hacıbedel bringt den Spielstand auf 2:0 für Türk Kelsterbach. Erhan macht das hier super. Weiß genau, wo er als Stürmer zu stehen hat. Den Abstauber nimmt er dann dankend an und verwandelt den Ball im Netz. In den Anfangsminuten der Partie schafft es die Defensive von Wallau einfach, sich nicht zu sortieren. Hier können sie den Ball nicht klären. Gökhan Sar macht das 3:0 für Türk Kelsterbach in der 11. Spielminute. Ein guter Angriff von unseren Jungs. Wir pressen hoch, stören den Gegner sehr früh und erobern uns den Ball und machen den Treffer. Auch unser Torwart Burak Zorba kann Assist. Hier eröffnet er das Spiel mit einem langen Ball. Gökhan Sar läuft frei auf den Torwart zu. Ein Heber und der Ball ist wieder mal im Netz. 4:0 für Türk Kelsterbach. Gökhan Sar macht hier seinen zweiten Treffer und beweist, warum er einer der wichtigsten Männer in der Startelf von Mehmet Arslan ist. Das Spiel ist quasi schon entschieden, doch das fünfte Tor wollte Türk vor der Halbzeit noch machen. Abdullah Mitkusu mit einem super Ball auf Gökhan Sar und Erhan Hacıbedel steht in der Box komplett frei, schiebt den Ball ins Tor rein und macht das 5:0 in der 25. Spielminute. Auch wenn man denkt, dass das Spiel jetzt schon entschieden ist, kommen noch einige Tore auf euch zu. Dann eine Standardsituation für unsere zweite Mannschaft. Gökhan Güvenç tritt an, doch trifft leider nur die Latte, weshalb es beim aktuellen Spielstand bleibt. Es hätte vor der Halbzeit noch ein deutlich höheres Ergebnis für Türk geben können, doch leider waren die Chancenverwertungen nach dem 5:0 nicht so effizient. Hier sehen Sie die zwei Möglichkeiten von Kenan Peker. Dann ist Halbzeit. Unsere zweite Mannschaft geht mit einem 5:0 in die Pause. Auch in der zweiten Hälfte macht Türk das Spiel. Vom Wallau kommt relativ wenig. Hier ist Özilmaz sofort vor dem Tor, doch kann den Ball leider nicht verwerten. Der Fehlpass von Wallau im Mittelfeld führt zum 6:0 für Türk. Gökhan Sar erobert sich den Ball nach dem Fehlpass, läuft frei auf den Torwart zu. Zunächst ist der Keeper noch am Ball dran, doch der Nachschuss sitzt dann und Türk Kelsterbach führt in der 55. Spielminute mit 6:0. Ein tolles Spiel von Gökhan bis jetzt. Sein dritter Treffer und einen Assist hat er auch schon. Doch nach seiner Aktion am Anfang der zweiten Halbzeit wollte Oğuz auch seinen Treffer. Gökhan legt hier ab auf ihn, der Schuss geht dann unten rechts in die Ecke rein und Oğuz belohnt sich, macht seinen Treffer und Türk Kelsterbach führt mit 7:0. Wir haben Kaffee, wenn du willst. Hier eine tolle Passkombination von Gökhan und Apo. Wir sind sofort wieder im 16er. Apo wird zu Fall gebracht und es gibt Elfmeter für unsere Mannschaft. Yunus Akpınar tritt an, doch haut den Ball komplett an die Latte. Der Nachschuss ist dann auch nicht drinne und es bleibt beim aktuellen Spielstand. Hier erobert Apo den Ball im Mittelfeld. Ein super Ball auf Gökhan Sar. Wieder läuft er frei aufs Tor zu, legt diesmal aber quer und Gökhan Güvenç macht auch seinen Doppelpack. Türk Kelsterbach 2 führt nun mit 8:0. Aber auch Apo macht ein super Spiel und wollte deshalb seinen Treffer. Gökhan ist hier im 16er, legt auch quer und Abdullah Mikoso bringt seinen Namen auch aufs Scoreboard. Türk Kelsterbach macht in der 89. Minute das 9:0
Und auch Apo belohnt sich mit einem Treffer am heutigen Tag. Dann ist das Spiel vorbei. Türk Kelzerbach gewinnt mit 9:0 gegen die zweite Mannschaft von TV Wallau und holt sich im Meisterschaftsrennen die wichtigen und verdienten 3 Punkte. Und wie immer bedanken wir uns bei unseren Zuschauern und Sponsoren für die tolle Unterstützung. Diese Zusammenfassung wurde Ihnen gesponsert von der Europa-Apotheke Kelsterbach. Europa-Apotheke Kelsterbach. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.